In der letzten Episode. Da hinten kommt einer. Hast du nicht 60% Chance? Das war eine 25% Chance. Ist jetzt der Raider? Mysteriöses Serum. Das ist wieder das mysteriöse Serum, hm? Oh Gott sei Dank. Herr Junge, Herr Frau. Magnolia. Und so geht's weiter, hm? Herzlich willkommen bei Fallout 4 in der Episode 98 Mars Fusion. Waren wir da schon drin? Ich denke schon. Gott. Eigentlich sind wir auf der Suche, weil wir Imogen Cabot suchen. Ja, komm, laufen bitte. Ah, guck mal. Granaten, die kann man wieder verkaufen. Ja, wir sind extrem bewaffnet, wie ihr seht. 999 und nein, das ist einfach nur die Maximalzahl, die dargestellt werden kann. Das heißt nicht, dass wir exakt 999 haben. Das heißt, dass wir viel mehr haben. Da gibt es viele Waffen. Das stimmt. Da sind wir hergekommen. Okay. Wir müssen plus minus 98 Meter in die Richtung. Ja. Die Imogen Cabot hat sich wohl einen Prediger angelacht. Oder Prediger hat sie angelacht. Wer weiß das schon. Was sagt denn eigentlich die Uhrzeit? Ja, okay, ich gehe ins Bett. Das ist mir gerade wieder mal zu spät. 8 Stunden. Das sind 2, 6 Uhr. Ja, das passt. 5. Naja, komm, mach 9. Sind wir nicht so geizig? Wir müssen hier nichts essen und trinken. Das passt schon. Ich glaube, es gibt ja auch ein Survival-Mod oder Survival-Modus? Ich weiß es gar nicht. 100%ig. Oder dann essen musst. Ja, das ist also so eine Art Hotel hier. Ich glaube, habe ich jetzt nicht mehr zu holen. Okay. Ja, okay. Vielleicht möchte ich auch gar nicht hier viel mehr Zeit verbringen. Shotgun Shells, echt. Naja, die Ada. Warte mal, gucken, ob hier was ist. Stimmpacks, ja. Ja, das, die Drüse brauche ich jetzt nicht. Das passt schon. Hm. Sei es wie sei, wir gehen mal in die Richtung. Simon, wer bist du denn? Hey. Du verschwendest besser nicht unsere Zeit. Was ist das in Spanien? Keine Gefahr. Ich mach keinen Ärger. Besser so. Stash kümmert sich um eine Menge Leute, mich eingeschlossen. Wir würden uns auf dich stürzen wie die Strahlung auf Ghule. Sieht aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. Stimmt's? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Stash, die fahrende Chemstealerin. Vergiss die anderen, die sind etwas überempfindlich. Geheimversteck. Stash? Wie kommt man zu so einem Namen? Tja, wenn die Eltern high sind. Aber hey, passt doch ganz gut. Was brauchst du? Schau dich um. Ja, dann mal Handel. Zeig mal, was du so hast. Ich hab alles, was du brauchst. Echt Munition? Noch mehr Stimmpacks. 10 mm, ja, den nehmen wir gerade mal mit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jet, Buff Out. Was ist Buff Out? Stärke, Ausdauer. Jet, Zeitlupe. Psychoschaden. Okay, 5 Minuten, echt. Rad X. Naja, Stimmpacks. Ja, ja, easy. Ich habe auch was für dich. und was ich auch machen wollte, war... Warte mal, welche waren... Ah, wir haben noch mehr 38er gefunden. Die 44 ist für den Revolver. Shotgun Shells, genau. Die kann man auch noch verkaufen. Die brauchen wir auch nicht. 190 müssen wir noch zahlen. Da kriegt man doch bestimmt noch was zusammen. Magst du Vorkriegsgeld? Oder vielleicht so ein paar Decals, hm? Ne, den Lüfter, den behalte ich, den brauche ich. Die Mods, ja, das brauchen wir garantiert nicht. Ja, guck mal. Du hast alles, was ich brauche. Ne, was ich nicht brauche, sag mal so. Blutpaket Stealth Boy. $27 kostet das nur noch, echt? Ja, kriegst du noch den Lab-Code. Und dann ist das doch ein Deal. Der Hammer.
Dann halten wir uns halt so leicht. Das ist kein Mülleimer zum Durchsuchen. Okay. Weiter in die Richtung. Walltech Regionalhauptsitz, bitte was? Hier. Sorry. Da müssen wir da wohin. Interesting. Walltech. Hi. Achso, das ist. Nee, nicht wirklich. Die haben auf jeden Fall Billard. Ja, kannst du mich mal einfach in Ruhe lassen? Du musst mich nicht umrennen. Und dir so viele Billardkugeln. Kreide. Das ist ja nicht schlecht. Ja, wir müssen das Zeug mitnehmen. Wenn wir wieder einen fahrenden Händler finden, dann kann man dem das wieder andrehen. Das ist doch ganz praktisch. So. Ja. Sekunde mal. Gut, weiter geht's. Walltech will be there. Wir werden dort sein. Hm? Aha. So. Putzmittel brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Halt. Warte mal gucken. Ja, okay, dann geh du halt rein. Die Tür geht nicht mehr auf. So, was kriegen wir hier? Plastiklöffel? Was? Kaugummi. Okay. Bisher sieht es eher verlassen aus. Kleber, eine Brille, Schraubenzieher, warum nicht? Hm. Da sind wir reingekommen. Keiner her. Dann nehmen wir das Bild mit. Der Rechner geht noch, echt? Dr. Raids Terminal. 29.09. Martin Raid. Wir haben gerade 15 Kisten mit Psycho und Chat an Vault 95 geschickt. Eine ganz tolle Idee. Geben wir den Süchtigen mehr von dem Zeug, das sie in dieser Situation gebraucht hat. Davidson sagt, es soll sie dazu zwingen, die schwere Entscheidung zwischen Sucht und Entzug zu treffen. Ich glaube eher, dass das zu einem Blutbad führen wird. Also, Mausklick funktioniert nicht. 7.10. Walter aus dem Lager hat mir gerade erzählt, dass wir eine riesige Lieferung mit der Aufschrift Vault 111 nicht öffnen erhalten haben. Er hat sie natürlich geöffnet. Das sind hunderte Liter Flüssigstickstoff. Wozu sollen sie das brauchen? Waren wir in 111er schon? 22.10. Es reicht. Ich kann nicht unter jemanden arbeiten, der nicht wahrnimmt, was um ihn herum geschieht. Diese Vaults sollten ein sicheres Versteck für die Menschen sein, kein Labor für Menschenexperimente. Davidson erkennt es immer noch nicht, aber er will es nicht sehen. Wie dem auch sei, morgen kündige ich. Ja. Gott. Da hat er gekündigt. Hallo. Oh, ein legendärer, echt? Also schon lupiziert, okay. Nein, du kannst ruhig mitmachen. Hack. Warum ist euch da unten? Siehst du ihn? Naja. Halt, wo ist er? Da ist er. Walking Cane of Enraging. Toll. Ein Spazierstock. Kritische Treffer bringen das Ziel zur Raserei.
Ja, das hat man gesehen. Zwei Baseballer. Bälle, Baseballer, ja. So, hier hinten waren wir stehen geblieben. Ein Projektor. Hm. Verbranntes Buch. Huch. Das ist nur so ein kleiner Lagerraum. So, da waren wir schon drin, genau. Tür auf. Ne, das ist keine Zeitschrift. Ah ja, schöne Gemälde hatten sie zumindest. Nächste Etage, Sekunde. Erstmal hier. Ja, der Globus ist wichtig. Was ist das? Eine Lupe. Jetzt können wir Feuer machen. Ja, Telefon. Ne, das ist kein Safe, okay. Hoch. Welche Tätigkeiten die Menschen hier wohl ausgeübt haben? Menschenexperimente. Noch mehr Kreide, okay. Zahnpasta. Ja, da waren wir gerade. Du wirfst mich jetzt nicht darunter, das sag ich dir. Ja, nochmal zurück. Naja, so spielt man Billard. Kippen. Die schicke Haarbürste. Bleib unten, Junge. Irgendwo ist noch einer. Oder nicht? Der war gerade auf dem Klo, okay. Ist auch wieder ein Rechner. Frank Davidson, 2.10. Dr. Reid glaubt scheinbar, dass die Walls in der Gegend von Boston dazu dienen sollen, ihren späteren Bewohner zu schaden, anstatt sie zu retten. Ich habe ihm gesagt, dass das Blödsinn ist. Voltec würde so etwas nie machen. 13.10. Sharon hat mir heute Morgen in der Lounge Kaffee über mein neues Hemd geschüttet. Ich habe ihr gesagt, dass das nicht weiter schlimm ist und am Ende konnten wir beide über die Sache lachen. Wenn sie das nochmal macht, ramme ich ihr meinen Stift in die verdammte Kehle. Sie ist echt eine Nette. Hm. 19.10. Dr. Reid geht mir langsam auf die Nerven. Er redet nur noch über seine Theorie, dass die Walls dazu dienen, Experimente an Leuten durchzuführen. Ich sage ihm immer wieder, dass das völliger Quatsch ist. Wenn er so weitermacht, muss ich wohl zu Disziplinarmaßnahmen greifen. Schöner Chef. Huch, was ist das denn? Verbandsschere. Ja, okay, Kleber. Aber was ist das? Sollte es nicht auf dem Boden liegen? Wer weiß das schon. Einmal an den Safe, bitte. Ja, so. Das nehmen wir nicht alles. Die 45er braucht man nicht. Hi, Ada. So. Das war also Davidsons Büro. So, wo geht's jetzt weiter? Habe ich nicht die Haarbürste genommen? Gibt's hier alles? Kristalldekanter. Mhm. Was? Naja, den Folder brauche ich bestimmt nicht. Hier ist Ende Gelände, oder? Kann das sein? Hab ich irgendwas verpasst? Ich sehe zumindest nicht, wie man noch weiter raufkommt. So kann es uns auch gehen. Hm. Nee.
Nee, irgendwie nicht. Was ist mit dem Fahrstuhl? Der könnte doch woanders hinführen. Keller. Keller? Okay, mehr geht wohl nicht. Interesting. Zweifacher Schaden durch Schleichangriff. Nicht schlecht. Das war der mit der Zahnpasta. Jetzt haben wir eine Gabel bekommen. Sehr schön. Mhm. Der nächste. Sonst noch jemand? Neues Spielzeugauto. Die Ader haben wir natürlich erfolgreich abgehängt, wieder mal. So viel ist klar. Oh ja, geil, viel Munition. Vorkriegsgeld kann man immer gebrauchen. Rechner. Nukem. Im Klo, das ist natürlich der Hammer. So, das ist ein versperrtes Terminal. Wo haben wir denn Wörter? Setup Betty, Stays, Repair, Loss, Loses, Stark, Hedge, Spare. Hm. Nimm mal Stark. Okay, dann ist es nicht Setup, ist es nicht. Kann es Betty sein? Betty könnte es sein. Stays ist es nicht. Repel könnte es sein. Spare ist es nicht. Hedge könnte es sein. Los, es könnte es sein. Okay, also einiges. Betty. Hm, dann ist es auch nicht Repel. Spare nicht. Hedge könnte es auch nicht sein. Dann kann es nur Los sein. Das wär's. Walter Scott, 15.10. Ich glaube, Mr. Davidson hat langsam genug von Martin. Ich habe Martin gesagt, dass er das besser etwas ruhiger angehen lassen sollte, denn Mr. Davidson kann ziemlich aufbrausend sein. Ich habe mitbekommen, wie er Roger einen Billardkür über den Kopf gezogen hat, weil er zu nah am Tisch stand, als Mr. Davidson dran war. Roger hört seitdem auf dem rechten Ohr nicht mehr so gut. 19.10. Sharon fehlt mir. Sie ist einfach ein paar Tage weg und ohne sie ist es einfach nicht dasselbe. Niemand oben hat etwas von ihr gehört. Ich mache mir langsam Sorgen. Wenn ich auf dem Weg zum Mittagessen ihr Gesicht sehe, ist das der Höhepunkt meines Tages. Für Fernsteuerung, wieso? Ja, danke, kannst du mal herkommen? Das geht nicht auf. Ist ja auch egal. Beacon Hill, echt? Warte mal, das speichere ich lieber. Ja, ne, andere Richtung. Das ist zu viel. Perfekt. Das wär's. A loading screen. The game. Ja, geht's dir gut? Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Truck aufgeht. Es sieht eingedellt aus, also es könnte schwierig werden. Ja. Okay. Ja, wir rennen auch in die falsche Richtung übrigens. Das ist eigentlich, was wir wollten nämlich nach Imogen Cabot suchen. Genau, das ist genau das, was ich gedacht hatte. Die Spinner. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Wir machen das natürlich ordentlich. Wir gehen über die Fußgängerbrücke, über die Straße.
Hallo. Ah. Oh. Mehr geht nicht, okay. Ja, da. Gut, dazu speichern wir lieber mal. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Hier entlang, bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Imogen Cabot. Ich suche nach Imogen Cabot. Tut mir leid, aber Imogen ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht, ohne sie gesehen zu haben. Du kannst sie nicht sehen. Sie, kann ihr Zimmer nicht verlassen. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Drohen Freund der Familie 500 Kronen für sie gefangen halten? Du hältst sie doch nicht gefangen, oder? Nein, sie ist keine Gefangene. Sie ist nur eingesperrt, bis sie sich beruhigt hat. Sie ist durchgedreht, hat gedroht, wegzulaufen. Nichts für ungut. Aber du weißt ja, wie Frauen so sind. Junge, du gehst mir auf den Wecker. Ist sie vielleicht nach 500 Kronkorken bereit? Für wen hältst du mich eigentlich? Ich nehme doch kein Geld, damit du mit meiner Frau reden kannst. Gut. Freund der Familie. Ich bin ein Freund der Familie. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Also, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit über ihren Beitritt zur Bewegung. Sie wurde gewalttätig. Also habe ich sie eingesperrt, bis ich weiß, was ich mit ihr machen soll. Wenn du sie wirklich mitnehmen willst, schließe ich die Tür auf und sie gehört ganz dir. Ich muss dich warnen. Sie ist stärker, als sie aussieht. Wir mussten alle mit anpacken, um sie dort einzusperren. Na schön. Ich würde ja hier gerne mal aufräumen. Dein Leben zu ändern. Ich würde gerne mich entscheiden, dein Leben zu ändern. Ja, verbrennen reift, aber kein Wunder, dass sie da so drauf sind. Es ist ja nicht zu begreifen. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Ich könnte das auch selber aufmachen. Kannst du bitte gehen? Du rauchst, das stört mich. Sie gehört dir, Nächster. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Hallo. Dein Alter. Du bist Jacks Schwester? Ich hätte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Kehrt das Serum das Altern um? Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen. Also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Und wenn du genervt Serum geben, nein. Wenn du keins bekommst? Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Genervt, ungeduldig. Ja, wie auch immer. Wir sollten aufbrechen. Es war nicht meine Idee, dass du deine Nase in meine Angelegenheiten steckst. Undankbar. Du könntest der Person, die dich gerettet hat, etwas dankbarer sein. Nein, ich hatte alles unter Kontrolle. Aber da du die ganzen Mühen auf dich genommen hast, kann ich auch gleich mitkommen. Thomas langweilt mich sowieso. Zuerst war er echt interessant, aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Sarkastisch. Dein Freund Thomas war ein echter Charmeur. Ich hatte genug von ihm. Und er hätte mich nicht hier einsperren sollen. Oh, und ich komme nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme. Aber zuerst brauche ich einen Drink. Das kommt nicht in Frage. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke. So, wo ist jetzt das Haus der Cabots wieder? Combat Zone. Nein, das klingt eher nicht danach.
War das nicht hier oben? Genau. Gut, dann halt ohne. Ist ja auch völlig Wumpe. Sprich mit Jack. Edward! Edward! Oh mein Gott. Edward, jetzt passiert es. Wechsel zum Hartley-Modulator. Hast du verstanden? Es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden an. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Um Himmels Willen, Sally. Entschuldigung, hier ist gerade einiges los. Hör zu. Wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Hallo? Edward? Bitte melden. Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack? Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Oh, was willst du? Was ist bloß? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie werden von Raidern angegriffen. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Habe Imogen gefunden. Ich habe Imogen gefunden. Es geht dir gut. Oh, ja. Gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Serum? Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Aber es hat auch andere Nebenwirkungen. Besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. 400 Jahre alt. Wenn du 400 Jahre alt bist, dann bist du ja vor dem großen Krieg geboren. Ja, ich denke du auch. So in der Mitte des 21. Jahrhunderts? Ausweichend, ja. Stimmt. Ich war selbst bis vor kurzem im Kryoschlaf. Interessant. Darüber müssen wir später sprechen. Die Zeit drängt. Gibt es sonst noch was, bevor wir aufbrechen? Parsons. Du solltest mir endlich sagen, was in Parsons wirklich passiert. Du hast recht. Du solltest es endlich wissen. Jack, bist du sicher, dass sie das alles erfahren sollte? Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte, wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren. Zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Ja, das klingt doch mal spaßig. Wir sollten uns beeilen. Dann sollten wir sofort nach Parsons aufbrechen. Das stimmt. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Mag es nicht herumkommandiert zu werden. Ich bin nicht gut darin, Befehle zu befolgen. Dann solltest du es schnell lernen. Sonst werden wir Parsons nicht lebend verlassen. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Jack, sei vorsichtig und tu ihm möglichst nicht weh. Ich liebe Vater genauso sehr wie du. Aber du weißt ebenso wie ich, dass es nur eine Option gibt, wenn er ausbricht. Lass es nicht dazu kommen.
bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Guten Tag. Da brauche ich nichts. Vielen Dank. Oh, was willst du? Gerade brauche ich nichts. Vielen Dank. Oh, ein Schirm. Bereit? Gehen wir. Ja, geh du ruhig. Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Das darf nicht passieren. Hey. Ah ja, ist noch da. Gehen wir da jetzt echt hin? Warte mal. Gehen wir in die Mission. Aufgaben. Das Dunkel trifft dich mit Jack vor der Prä-Parsons State-Irrenanstalt. Ja, okay. Ja. Was haben wir denn sonst noch Interessantes? Sollen wir nochmal Somerville Place? Trifft die Gang bei der Grabung. Das müssen wir auch noch machen. Folge weiter dem Freedom Trail. Melde ich bei Paladin Dunst, Quartiermeister. Das machen wir jetzt nicht. Hol dir den Schlüssel von der Rezeption. Räume die Lagerhäuser in Good Neighbor aus. Finde geeignete Blutproben für gelehrte Neria. Öffne deinen persönlichen Lagerbehälter. Bringe eine mutierte Farnblume zu Solomon. Haben wir Farn dabei? Ich weiß, wir haben was verkauft. Ach, wunderbar, was läuft das dann? Ingredients wahrscheinlich. Ich fürchte, ich habe das verkauft in unsinniger Weise. Ja gut, ist ja egal. Ist das Artefakt, das Lorenzo zu sich kennt? Mhm. Wenn es entfernt werden könnte, wäre seine Psychose bestimmt. Aber bisher sind all meine Versuche gescheitert. Es ist zu stark mit seinem Nervensystem verbunden. Okay, das ist eher nicht so interessant. Ja, wenn wir ihn erst davor treffen sollen, dann können wir in der Zeit auch was anderes machen. Vor der State-Irrenanstalt. Ja, das machen wir dann. Das heißt, man könnte da im Prinzip auch hinreisen. Dann reisen wir mal nach Sanctuary. Ach ja. So, einmal Ruhe hier. Sehen wir uns mal an, was sie so haben. Mhm. Du hast gar nichts, okay? Was machst du hier? Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Ja. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ja, eigentlich nicht. Sie haben mir nicht viel gesagt, Wontek. Es sollten nur alle ihre Formulare ausfüllen. Und ich sollte ein Set mit Steakmessern gewinnen können. Hm. Halt, das ist eine falsche Taste. Wie sieht's aus? 11 Leute, 9 Energie. Das ist auch egal. 14 Essen, 16 Wasser, 24 Schutz, 10 Betten. Okay. Deswegen rennt er wahrscheinlich hier durch die Gegend. Ja, hier ist voll. Hier ist voll. Wie ist denn hier? Ist hier noch Platz? Gott. So, es dreht mal mit der Maustaste. So ungewöhnlich das auch ist, aber so ist es halt. Halt. Dann hier noch eins hin. Halt, komm her. Ja, 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 auf den Boden bitte. Nein, auf den Boden. Warum geht es nicht? Na bitte. Halt. Hier gehen auch noch zwei Betten hin. Und zwar so, halt. Ja. Ich scroll doch schon. Dann müssen wir es halt so machen. Warte, das machen wir quer. Hier in die Ecke. Das andere hier vorne hin. Gut. Dann haben wir hier genug Betten. Der Rest müsste eigentlich passen, meiner Meinung nach. Ja, eigentlich schon. Gut, dann könnt ihr auf jeden Fall jetzt alle ins Bett. Ach, guck mal, der Cotsworth. So, Ada. Ja, aber echt, hey.
Öffnet Mechanisttüren, ortet Eier. Okay, das hat man schon. Ich glaube, hier sind wir ja eh auf Maximum, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich will nochmal durchschauen. Nur sicher gehen. Tarnfeld, Resistenzfeld, Schadensresistenz von Verbündeten, Tarnung. Vielleicht machen wir Schadensresistenz. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Maximum, alles klar, das Hydraulikgestell ist das Maximum. Scharfschützenlaser. Da fehlen uns Glasfaseroptiken. Was fehlt uns hier? Hier fehlt uns der Skill. Verschießt eine elektrische Ladung, die auf andere Ziele überspringt. Gammakanonen. Verschießt eine radioaktive. Da fehlt uns auch der Skill. Alles klar. Rechter Arm, was hast du da? Das ist ein Wachbordarm, echt? Na ja, gut. Da ist auch ein Automatiklaser. Verschießt Stacheln, verringert der Feuerrate. Dann machen wir vielleicht da was, auch was Mechanisches. Da müssen wir natürlich die Rüstung draufschrauben. Genau. So, Beine. Das sind wir auch. Hydraulik. Linkes Bein, rechtes Bein, genau. Im Kopf hat es ja den Laser, genau. Farbe bleibt so, alles klar. Hätte man die Ader auch ausgestattet. Dann haben wir noch ein paar Modelle. Ich müsste sowieso mal durchs Inventar gucken, ob man da noch was frei machen kann. Wahrscheinlich ja. Bobbleheads, ach, die müsste man auch mal einlagern. Das war, welche Vault waren das? Wo waren die? Waren die nicht hier irgendwo? Modell. Genau. ...125, das ist schon mal nicht so schlecht, da geht aber bestimmt noch was. Genau, warte mal, dann muss ich hier noch ran. Da haben wir diesen Gehstock. 117, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt müsste ich mal schauen, welcher Vault das war, wo diese... wo wir diese Dinge einlagern konnten. War das der 81er? Ich glaube ja. Ach, das ist nur aufgemalt, okay. Dong. Die wachsen nicht nach. Es ist nicht nachgefüllt. Okay. Dann gehen wir mal rein. Nö, wird nicht nachgefüllt. Alles klar. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Das sollte sich auch heute nicht ändern. Gut. Bleib sauber. Nee, stimmt nicht. Bring den Dreck hier mit rein. Hi Ada. Tja. Ich will nur was loswerden. So ein wackeliger Aufzug ist auf jeden Fall immer sehr beruhigend. Sechs Stück sind schon drin. Wo waren die denn? Ja. Wir haben noch 6. 11 fehlen uns noch. Alles klar. Fast die Hälfte haben wir. Was findest du nett? Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Suchst du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Echt? Dann her damit. Dann lass mal sehen, was du so hast. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ja, dann sortieren wir erstmal wieder aus, wahrscheinlich. Ja, das meiste habe ich ja nun leider rausgeschmissen, aber... das, was interessant ist, wäre das.
1000 kostet das wieder, okay. Ich denke, wir sind bald bis an die Zähne bewahrt. Ach so, wie viele Lockpicks haben wir eigentlich? Da können wir vielleicht was verkaufen. Die waren doch auch hier oben. Oh, 350, ernsthaft? Ja gut, sag mir mal, wir behalten so 50. Das ist mehr als genug. Ansonsten Haufen Schrott, alles klar. Ah, guck mal, sie hat auch diese ganzen Shipments. Das ist natürlich interessant. Wie bitte was? Overseer's Armguard? Reduziert den, um 10% reduzierte Aktionskosten. Reduziert den Schaden beim Stehen, sich nicht bewegen. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers. Das ist ja nett. Ich brauche mehr Samen. So. Na dann. Geht es wieder hinaus. Andere Seite. Finster hier drin. Für Licht ist irgendwie kein Geld da. Was hast du eigentlich da hinten dran? Ist das ein Sensor? Wahrscheinlich. Ja, in der nächsten Folge. Wir gucken mal, was hier mit den Cabots ist. Das wäre bestimmt auch interessant, mal rauszufinden. Was da auf uns wartet. Wahrscheinlich ein heißer Kampf. Ich meine, Munition ist das kleinste Problem. Nee, bei mir sind die Tricks alle frisch. So. Und vor allem, was es mit Lorenzo auf sich hat. Das wird bestimmt auch noch interessant. Aber das folgt dann in der nächsten Episode. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.